Die Heimstettener Festtage nehmen gegen Illertissen ein jähes Ende. Stattdessen am letzten Wiesenwochenende Katerstimmung angesagt beim SVH. Der erste Gegentreffer fällt nach einer halben Stunde. Illertissen jubelt. Dabei ist anscheinend zuletzt ein Heimstettener am Ball. Schwer zu erkennen, aber es ist ein Eigentor von Moritz Hannemann. In der Folge bricht der SVH in sich zusammen. Große Lücken in der Defensive. Kai-Louis Brandt lässt sich nicht zweimal bitten und trifft zum 2:0 für Illertissen. Günzel pennt komplett und hebt das Abseits auf. Louis Brandt wird quasi der rote Teppich ausgerollt. Und er macht dann sein 7. Saisontor. Noch vor der Pause das 3:0. Symptomatisch, Illertissen einfach mit mehr Einsatz. Moritz Nebel sorgt für klare Verhältnisse. Vom starken SVH der Vorwochen in Durchgang 1 wenig zu sehen. Illertissen hingegen gnadenlos effizient. Das ändert sich zunächst auch nicht in Halbzeit 2. Der FVI einfach besser in den Zweikämpfen. Nur kurz nach Wiederanpfiff liegt Mori Strobel zum 4:0 nach. Aus Heimstettener Sicht droht ein Debakel. Doch Illertissen schaltet in der Folge einen Gang zurück. Lukas Riglewski sorgt noch für etwas Ergebniskosmetik und erzielt das 1:4 aus Heimstettener Sicht. Dabei bleibt es dann auch. Illertissen feiert einen verdienten Sieg und zieht in der Tabelle am SVH vorbei.